Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Da ja der Gemüsegarten hier immer noch recht viel hergibt, werden wir heute mal gefüllte Paprika machen. Das Rezept dafür findet ihr wie immer auf meiner Homepage und in der Infobox. Wir werden uns zu Beginn auch gleich mal an die Paprika machen und werden hiervon mal den Deckel entfernen. Wir schneiden dafür einmal oben entlang und drehen den Stiel nachher raus. So schaut das Ganze dann aus. Das machen wir nun nach und nach bei allen Paprika. Wenn ihr das innen noch etwas heraus haben wollt, könnt ihr einfach einen kleinen Löffel nehmen und hier am Rand entlang fahren. Es löst sich dann relativ gut heraus. Ein scharfer Löffel wäre hier natürlich von Vorteil. Wenn die Paprika fertig sind, werden wir uns mal an den Schafskäse machen. Ich nehme dazu eine Packung Schafskäse und werde diese dann mit der Gabel zerdrücken. Erstmal aufschneiden, dann in Streifen schneiden und nun kann man sie mit der Gabel relativ schön zerdrücken. Nachdem der Schafskäse relativ fest ist, ist das etwas anstrengend. Man muss also aufpassen, dass man seine Gabel nicht verbiegt. Wenn das Ganze dann fertig ist, geben wir es in eine Schüssel. Hierzu geben wir nun die beiden Eier hinzu. Danach noch einen Schuss Öl. Ich habe hier Olivenöl. Das sind so ca. 2 bis 3 Esslöffel. Natürlich etwas Salz. Etwas Pfeffer und etwas Oregano. Das Ganze werden wir nun schon mal gut vermixen, bevor wir die restlichen Zutaten hinzugeben. Es wird hier nun eine leicht klebrige Masse. Nun machen wir uns mal ans restliche Gemüse. Wir werden nun mal die Tomaten schneiden. Diese schneiden wir einfach in kleine Scheiben. Die Scheiben können wir dann nochmal halbieren, damit die Stücke etwas kleiner werden. Und dann kommt das Ganze zu dem Käsemix. Hierzu geben wir auch noch etwas Mais. Und ein paar Erbsen. Hätte ich wohl mal eine größere Schüssel nehmen sollen. Nun mixen wir das Ganze gut durch, bevor wir es in die Paprika einfüllen. Wir nehmen nun unsere Paprika und geben die Masse einfach hinein. Diese stopfen wir gut damit aus, damit auch noch die restliche Luft entweicht. Nun geht's ab damit in den Ofen. Den Ofen habe ich hier jetzt schon mal vorgeheizt und ich werde die Paprika nun in Muffinformen stellen, damit sie nachher nicht umkippen beim Backen. Sie passen wunderbar hinein und können nicht mehr umfallen. Diese werden nun bei ungefähr 170 Grad für ca. 30 Minuten gebacken, dass alles schön durch und gar ist. Die Paprika waren nun ca. eine halbe Stunde im Ofen. Und nun sind sie fertig. Wir werden sie nun also entnehmen. Wir werden nun einen auf einen Teller geben. Ich nehme hier mal den orangenen. Hier fällt er nun selbstverständlich um. Servieren können wir das Ganze noch mit einem Toastbrot. Ich habe hier mal ein Dreieck daraus geschnitten. Das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr lasst es euch schmecken. Ihr könnt natürlich gerne ein Abo und einen Daumen da lassen und nun bis zum nächsten Mal.